Ja, hallo zusammen. Ich wollte euch heute mal anhand eines Teilespenders hier, 506 4HKF, zeigen, wie man gescheit die Kupplung einstellt, beziehungsweise dass man dafür ausreichend Spiel sorgt. So, als erstes, ihr könnt das machen im verbauten Zustand. Ihr müsst dafür nur diese komische Kunststoffschraube hier lösen, am besten mit geeignetem Werkzeug, weil sonst sieht die irgendwann so aus wie diese hier. Richtig vergnadelt. So, und dann braucht ihr eine 10er Nuss, um hier drin die Mutter zu lösen. Und dahinter ist dieser Messingstift. Um das Ganze nochmal besser zu verdeutlichen, ziehen wir mal den Deckel hier ab. So, weg damit. So, also einfach nur die Mutter hier lösen. Dann im eingebauten Zustand natürlich nicht so einfach, aber dennoch machbar. Von unten fühlen. Und zwar geht es jetzt um den Kupplungshebel hier unten. Als erstes hängt ihr die Feder aus. Und dann muss 2-3 mm Spiel vorhanden sein am Hebel zum Anschlag. Der darf nicht auf Spannung sein. Und das ist nämlich meistens das Problem, da wird nicht drauf geachtet. Und wie ihr diesen Abstand herstellt, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr jetzt zuvor die 10er-Mutter hier oben gelöst habt, dann geht ihr da mit dem Schraubenzieher rein, mit dem Schlitz. So, und wenn ich jetzt die Mutter raus, den Stift hier rausdrehe, kann ich den Hebel immer weiter abziehen, immer weiter. So, und jetzt drehe ich den Stift wieder rein, bis ich meine 2-3 mm Abstand hier habe. Dann setze ich die Mutter wieder fest. So, überprüfe das Ganze nochmal und dann hängt ihr die Feder wieder ein. Wenn ihr das mit der Feder drin habt, dann könnt ihr nicht merken, ob da jetzt genug Spiel vorhanden ist oder nicht, weil das Ganze ist jetzt schon auf Zucht, das kann auch täuschen. Ja, das war es eigentlich schon. Das Ganze lässt sich im eingebauten Zustand wunderbar machen. Ja, und das soll es gewesen sein. Bis dahin, tschö.